Leute, mein Name ist Superlasuelpin und willkommen zur neuen Roomtour. Ich habe nämlich jetzt ein neues Soccerzimmer. Okay, hier ist die Tür. Wenn man hier reinkommt, sieht man gleich eine Heizung. Dann sieht man hier einen Teppich, den kann man so ausrollen, denn das ist so eine Stadt, da kann man mit kleinen Autos drauf spielen. Hier ist ein Riesenregal, das ist jetzt neu gekommen. Und hier das Sofa ist noch nicht neu gekommen, aber das sieht jetzt besser aus, ist ordentlicher. Und hier hinten ist auch ordentlicher jetzt. Hier so, kleiner Tisch, meine Schuhe. Ich nehme meine Schuhe so. Hier ist ein Schrank mit Blume. Hier ist ein Licht, eine LED und das wird nicht heiß. Hier sind Datafilm. Eine Uhr, eine Halskette, Kaugummis esse ich immer gerne. Gibt es hier einen Schrank? Da sind so Krimskrams drin, so kleine Autos und so. Fußballkarten, Ideenzeitschrift. Okay, hier sind noch ganz viele Zeitschriften. Ganz, ganz, ganz viele. Ich sammle die ein bisschen. Hier ist ein Teppich. Ist auch neu gekommen. Und hier habe ich ein kleines Sofa. Da kann ich mich hinsetzen. Ist dieses Zimmer mal von hier. Und ich lese hier immer Bücher, wenn ich mich hinsetze. Dann lese ich hier Bücher. Die habe ich hier gestapelt. Dann habe ich hier. So, da habe ich meine ganzen möglichen Sachen. Und mein Bett ist jetzt auch ordentlicher. Viel ordentlicher, deutlich. Hier habe ich noch so ein kleines Verlängerungskabel. Dann eine Orgel. Orgel. Hier kann man hochgehen, dann ist man auf diesem großen Bett. Und schläft hier. Okay. Hier kann man eine Lampe ranhängen. Hier, warte, da. Ich brauche gar nicht das Ding zu machen. Hier kann man so eine Lampe ranhängen. Und das sieht aus wie ein Deckel. Da kann man so eine Lampe ranhängen. So eine Stiftlampe. Hier habe ich ein Feuerquiz. Okay. Oh, meine Kamera ist umgefallen. Wie gesagt, mein Handy. Hier sind Stickies, die neuen. Ein paar habe ich davon. Und hier ist Deutschland. Hier sind noch kleine Türme. Okay. Hier ist noch mein Schrank jetzt. Der war vorher ja da. Und der war da gar nicht. Da ist jetzt mein Schrank mit. Das sind jetzt Pullover, also so dünne Pullovers. Wenn mal Herbst ist oder so. Hier sind so auch noch Pullovers, so dicke, dickere, dickere. Oder nee, das waren Shirts. Und da sind die dicken Pullover. Und dünn. Okay, hier sind die ganz dicken Pullover. Hier sind die. Nochmal dünnen Pullovers. Dann war es mit dem Schrank. Daneben ist noch ein Schrank. Und da sind kurze Hosen, also Sporthosen und kurze Hosen. Hier ist ein Schal. Hier sind so Hemde und Hosen. Und hier sind auch nochmal Hosen. So. Und in den oberen Schrank sind halt nur Socken. Ich brauche jetzt nicht groß erklären. Und hier sind Unterhosen und Badehosen waren da auch. Hier sind noch ein paar Schlafanzüge und so. Ja, hier unten ist nichts. Okay, hier ist ja meine Tür noch. Ein Bild von meinem Vater. Und hier ist ja dieses große Regal. Dahinter ist so eine, wie heißt so eine LED oder so. Kabel, das ist Kilometer lang, also nicht Kilometer, das sind so 5 Meter oder so. Und wenn ich jetzt mal mein Ladegerät da rauspacke, und dann mein Kabel für die LED-Lichter da reinpacke, so, dann sieht das Ganze so aus. Ich weiß, es sieht noch ein bisschen kacke aus. Und deswegen werden wir auch da heute noch mit meinem Vater. Hier an der hinteren Seite sind ja auch solche Stelzen.
Hier. Da werden wir die dran bauen. Bei jeder Stelle so zick, zick, zick. So zickzack, zick, 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 zick. Und dann sieht das von hinten, sieht man die Lichter gar nicht. Aber man sieht Licht, dass da Licht kommt. Und dann ist hier oben nämlich auch Licht hier. Und ja, ja. Also, was man noch in mein Zimmer hier kann, ist. Schon wieder meine Kamera umgekehrt. Ich bin auch der Genie. Also, hier ist ja dieses Licht hier. Und da steckt man hier rein. Dann kann man hier anmachen. Und dann, meine Damen und Herren, geht das Licht an. Im Video flackert das jetzt. Es flackert aber nicht. Und jetzt ist es aus, komischerweise. Naja, egal. Das ist nicht mal richtig drinne. Ja, der war gar nicht richtig drinne. So, jetzt drücke ich den Knopf. Und es ist für immer an. Man kann die dann, wenn ja abends ist, kann man die zumachen. Kann man das Licht anmachen, das hier anmachen und sich schön hinsetzen. Aber ja. Und das war's auch mit meiner Roomtour. Ich sage mal Roomtour, das heißt Roomtour. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen und einen Abonnent bitte, wäre auch sehr nett. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und ciao.